Guten Tag! In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie diese schöne Kette mit Baumanhänger basteln können. Diese weiße Kette gehört zum Double Beats Paket Winter Tree. Ich zeige auch, wie Sie das dazu passende Armband herstellen können. Ich bastele die Kette und das Armband jetzt in grün. Dieses Schmuckpaket ist bei Beat Your Fashion erhältlich als Double Beats Do-It-Yourself Paket Spring Tree. Ich verwende die folgenden Materialien, um dieses Schmuckpaket herzustellen. Eine flache Zange, eine flache Kombizange, einen Seitenschneider und eine Spaltzange, um doppelte Ringe zu öffnen. Dann ca. 1 Meter Stahldraht, 70 cm Kette, 4 Verstecker für Quetschperlen, 4 Wire Guardians, 4 Quetschperlen, Swarovski Elements 5328 Perlen, Metallperlen, verschiedene Swarovski Elements Similisteine, Ringe, einen Anhänger, doppelte Ringe, Verteiler mit Fassung, ein Double Beats Zwischenstück, einen Verschluss und ein Verlenkkettchen. Alle Materialien, um dieses Schmuckpaket herzustellen, sind auch einzeln auf www.beatyourfashion.de zu bestellen. Ich zeige erst, wie Sie die Kette basteln können. Dafür benutze ich den Baumanhänger, das Double Beats Zwischenstück und einen Metallverteiler mit Fassung. Befestigen Sie erst einen Ring an den Baumanhänger und hängen Sie danach das Double Beats Zwischenstück daran. Öffnen und schließen Sie den Ring mit der flachen Zange und der flachen Kombizange. Befestigen Sie an der anderen Seite vom Zwischenstück den Verteiler mit Fassung. Nutzen Sie dafür zwei Ringe, damit er richtig hängt. Befestigen Sie auch noch einen Ring an der anderen Seite vom Metallverteiler. Benutzen Sie nun einen doppelten Ring und befestigen Sie diesen an dem Ende der Kette. Sie können den Ring mit der Spaltzange für doppelte Ringe öffnen, indem Sie die gebogene Spitze von der Zange zwischen den doppelten Ring schieben. Ein doppelter Ring sorgt dafür, dass die Kette gut befestigt ist, da der Ring nicht einfach aufbiegen kann. Drehen Sie den Ring danach mit der flachen Kombizange, bis die Kette befestigt ist. Befestigen Sie auch einen doppelten Ring an dem anderen Ende von der Kette. Befestigen Sie die zwei doppelten Ringe von der Kette an dem oberen Ring vom Metallverteiler und schließen Sie diesen Ring mit einer flachen Zange und einer flachen Kombizange. Die Kette ist jetzt fast fertig. Ich mache jetzt erst mit dem Armband weiter. Um das Armband zu basteln, benötigen Sie Stahldraht. Ziehen Sie den Draht vorsichtig auseinander und falten Sie ihn doppelt. Schneiden Sie den Stahldraht vorsichtig mit dem Seitenschneider in der Mitte durch. Sie haben jetzt zwei gleiche Stücke. Nehmen Sie ein Stück Draht und falten Sie dieses wieder doppelt. Ich falte den Draht doppelt, damit das Armband stärker ist. Fädeln Sie erst einen Wire Guardian auf diesen doppelten Draht und danach eine Quetschperle.
Es ist gar nicht so einfach, den doppelten Draht durch das kleine Loch von der Quetschperle zu bekommen. Aber mit ein bisschen Geduld gelingt es Ihnen bestimmt. Sie können auf der Technikseite von Beat Your Fashion Schritt für Schritt Fotos finden, mit denen diese Technik deutlich erklärt wird. Auch für andere Techniken können Sie www.beatyourfashion.de besuchen. Wenn es Ihnen gelungen ist, die Drähte durch die Quetschperle zu fädeln, können Sie die Quetschperle jetzt mit der flachen Kombizange oder mit der flachen Zange zukneifen. Achten Sie darauf, dass alle Drähte gut festklemmen. Um es schöner aussehen zu lassen, verwende ich einen Quetschperlenverstecker. Schieben Sie den Verstecker über die Quetschperle und kneifen Sie ihn vorsichtig mit der flachen Kombizange oder der flachen Zange zu. Der Verstecker sieht jetzt aus wie eine kleine Metallperle. Machen Sie das Gleiche mit dem anderen Stück Draht. Fädeln Sie einen Verteiler mit Fassung auf die beiden doppelten Drähte. In diese Fassung kleben wir nachher die Swarovski Elements in Millisteine. Fädeln Sie nun die folgende Perlenserie auf beide doppelte Drähte einzeln. Eine Swarovski Elements Perle. Eine runde Metallperle, eine Swarovski Elements Perle, eine Metallperle und dann noch eine Swarovski Elements Perle. Fädeln Sie nun wieder einen Verteiler auf beide doppelte Drähte. Fädeln Sie nun die folgende Perlenserie auf beide doppelte Drähte einzeln. Fädeln Sie nun die folgende Perlenserie auf beide doppelte Drähte einzeln. Eine runde Metallperle, eine Swarovski Elements Perle, eine runde Metallperle, eine Swarovski Elements Perle und als letztes eine runde Metallperle. Fädeln Sie nun wieder einen Verteiler auf beide doppelten Drähte. Wiederholen Sie das für den Rest des Armbands. Schließen Sie mit einer Swarovski Elements Xylion Bead ab. Fädeln Sie nun wieder eine Quetschperle auf einen der doppelten Drähte und fädeln Sie danach den Draht durch einen Wire Guardian. Wenn es Ihnen gelungen ist, die Drähte durch den Wire Guardian zu fädeln, fädeln Sie die Drähte wieder durch die Quetschperle. Sie können die Quetschperle jetzt mit der flachen Kombizange oder mit der flachen Zange zukneifen. Achten Sie darauf, dass alle Drähte gut festklemmen. Um es schöner aussehen zu lassen, verwende ich einen Quetschperlenverstecker. Schieben Sie den Verstecker über die Quetschperle und kneifen Sie ihn vorsichtig mit der flachen Zange oder der flachen Kombizange zu. Jetzt können Sie den restlichen Draht vorsichtig mit dem Seitenschneider abschneiden. Probieren Sie, den Draht so nah wie möglich am Verstecker abzuschneiden, für das schönste Resultat. Tun Sie das Gleiche mit dem anderen doppelten Draht von dem Armband.
Es sieht dann so aus. Öffnen Sie einen Ring mit der flachen Kombizange und der flachen Zange und befestigen Sie daran beide Wire Guardians von einer Seite von dem Armband und den Verschluss. Schließen Sie den Ring. Befestigen Sie an der anderen Seite vom Armband auch einen Ring mit dem Verlenkkettchen. Das Armband ist jetzt fast fertig. Um das Armband fertig zu basteln, müssen die Swarovski Elements Emili-Steine noch in die Fassungen geklebt werden. Um zu vermeiden, dass ich auf meine Unterlage kleckere, lege ich ein Stück Papier unter das Armband. Legen Sie das Armband so hin, dass Sie gut an die Fassungen herankommen und sorgen Sie dafür, dass die Emili-Steine bereitlegen. Ich benutze speziellen Strassleim. Dieser Leim ist auch bei Beat Your Fashion erhältlich. Jetzt tropfe ich ein bisschen Leim auf das Papier. Sie benötigen nicht viel Leim. Ich benutze einen Kettelstift, um den Leim in den Fassungen zu verteilen. Aber Sie können natürlich auch zum Beispiel einen Zahnstocher benutzen. Nehmen Sie mit dem Kettelstift ein bisschen Leim und verteilen Sie ihn in der Fassung. Achten Sie darauf, dass die Fassung für nicht mehr als 2/3 mit Leim gefüllt ist. Sonst kann es passieren, dass der Leim herauskommt, wenn Sie den Emili-Stein festkleben. Wenn der Leim gut in der Fassung verteilt ist, können Sie den Emili-Stein vorsichtig nehmen und in die Fassung legen. Wenn der Stein in der Fassung liegt, können Sie ihn mit der anderen Seite vom Kettelstift vorsichtig in die richtige Position schieben. Auf die gleiche Art und Weise kleben Sie die anderen Steine in die Fassung. Das Armband ist jetzt fertig. Kleben Sie nun die Emili-Steine auf die gleiche Art und Weise in die Fassungen von der Kette. Lassen Sie den Leim 24 Stunden trocknen, bevor Sie die Kette und das Armband tragen. Dann können Sie sicher sein, dass die Steinchen nicht herausfallen. Das ist dann Ihr Resultat. Viel Spaß beim Basteln von dieser tollen Kette mit Armband!